Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meinen Let's Play Flash Games. Heute spielen wir Robinson Crusoe the Game und ich war eben nicht schlau genug, um das vorher vorzulesen. Egal, Startsequenz. Ah! Hey, where am I? Oh no, my ship must have crashed, leaving me to be washed up on this deserted island with nothing. Save these tools for industrial progress and some domesticated animals. Please take back out. What? The chief says you look tasty, and he has chosen you to be our human sacrifice and communal dinner. Cannibals? Oh my! The chief commands you be marinated. The chief commands you remain on this island for 10 days, allowing for optimum marination. After 10 days, we will return to eat you. There is much food on the island. Be sure to make yourself fat for our eating pleasure. But as there is also an abundance of resources, we would prefer you not construct a large fortress to protect yourself from us with. Gut, dass ihr mich darauf hinweist. Ich wäre auch nicht selbst drauf gekommen. Bye. Ich finde das klasse, wie der Alter da 3-4 Minuten lang labert. First thing first, I'm gonna need to find some food and fresh water in a dry place. Bla bla bla. And something to keep me entertained. Und wie ihr seht, wir haben hier. Also, wir müssen trinken, wir müssen essen, wir müssen uns die Zeit vertreiben und wir müssen schlafen. Und hier haben wir einen Hund, der für überhaupt nichts gut ist. Wirklich, ich spiele das Spiel jetzt schon zum x-ten Mal, darum weiß ich schon einigermaßen, wie man das spielt. Ich finde das Spiel einfach genial. Und jetzt mal ganz ehrlich, also hier haben wir jetzt jedenfalls das Zeugs. Dann können wir abbauen. Ich mache mal Kokosnüsse, normalerweise mache ich das nicht, aber egal. Dann nehmen wir hier noch die Blätter, ein Stück Rinde. Ja, hier auch nochmal die Blätter. Und jetzt hackt aus irgendeinem Grund Grafik mein PC. Das hat er bisher noch nicht einmal gemacht, während ich das Spiel gespielt habe. Das ist wirklich eigenartig, muss ich sagen. Wir haben in jedem Fall Rinde, Blätter, USW. Wir brauchen für das gesamte Spiel lediglich 12 Rinde, weil es nur zwei Sachen gibt, die man mit Rinde baut. Aus Rinde macht man später Holz und da gibt es eben nur diese Festung, von der man eben schon gehört hat, und einen Brunnen. Brunnen offensichtlich wichtig, ist ja wohl klar, oder? Und ihr werdet gleich merken, also gleich, ja, es dauert noch ein kleines bisschen, aber trotzdem werdet ihr dann merken, ich interessiere mich nicht wirklich dafür, mich besonders, ja, den Schlaf meiner Person aufrechtzuerhalten. Das habe ich eigentlich bisher noch nicht einmal wirklich gemacht. Und wir brauchen dringend etwas zu essen. Darum haben wir uns jetzt einen Apfel rein. Also wie ihr seht, das Spiel hat irgendwie ein bisschen was von Minecraft. Man läuft herum, hat gar nichts und man baut überall so ein paar Ressourcen ab, bis man sich danach selbst was riesengroßes erbaut. Und ihr werdet bald sehen, auf Schlaf werde ich in dem gesamten Spiel eigentlich verzichten. Und ja, es funktioniert halt. Und jetzt empfehlen wir erstmal Leder und das finde ich creepy. Seht ihr, das ist eklig. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft, die Medaille dafür zu kriegen, dass man die, den Schlaf niemals unter 25% fallen lässt. Weil ich spiele einfach nicht auf diese Art und Weise. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal auf diese Art und Weise gespielt, ganz ehrlich. Na, wie auch immer, in jedem Fall hier weiter alles schön abbauen, bla und blub. Mal schauen, ob wir schon ein Zeug haben für das Nötigste. Nope, mir fehlt noch ein bisschen Holz. Und Palmenblätter brauche ich auch noch ein paar. I'm dying here. Das tust du nicht, Alter. Du überlebst. Verdammt nochmal, ist der Scheiße nervig. Ja, hier unten sehen wir, was wir wovon haben. Die Samen sind meiner Auffassung nach vollkommen nutzlos, ganz ehrlich. Also, die kann man zwar in was bauen, in so einer Art Farm, aber die hat bei mir noch nicht einmal Erträge gebracht. Also, ich weiß nicht, wie lange die braucht. 11 Tage, aber das Spiel geht nur 10. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, wer das Spiel entwickelt hat, aber ich nenne sie jetzt einfach mal die, so diese Leute. Okay, ich brauche 4 Bretter. Und dringend etwas zu essen und so. Deshalb hauen wir uns jetzt erst nochmal einen Fisch rein und ja.
dun, 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 dun. Dieser Hund folgt uns zwar die ganze Zeit über, aber er ist wirklich zu nichts gut. Glaubt mir, absolut gar nichts. Und wenn die Sachen, desto mehr Sachen weiter unten sind, desto schlechter. Ja, desto schneller werden die anderen Dinge auch leer. Darum ist das Ganze vielleicht ein bisschen riskant, so zu spielen, dass man überhaupt nicht schläft, aber ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Und ja, wir finden ein Pornhäftchen. Ja, das gibt bestimmt tolles Gespräch im Geschichtsunterricht, wenn irgendwann einmal das Ganze so im Unterricht rankommt. Und ja, wir bauen uns jetzt ein Happy Time Awaits Inside Dingens. Ja. Ich habe mir angewöhnt, einfach nicht nachzufragen, aber es funktioniert am besten. Wisst ihr? Also, was soll ich sagen? Ja. Dann, 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 dann. Und das machen wir jetzt auch mal gleich. Hier auch ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Aha, aha. Ganz ehrlich, es ist eigenartig. Aber das ist das gesamte Spiel und damit hat man sich ziemlich schnell abgefunden irgendwie. Wie auch immer, in jedem Fall, ihr seht, meine Laune ist hier ziemlich weit oben. Ich hole mir jetzt eben noch was zu trinken und esse nochmal einen Apfel. Und dann reicht das auch fürs Erste wieder einigermaßen. Und ich weiß nicht, ob mal das Spiel so laufen soll oder ob mein PC Kreis irgendwie leicht hackt. Aber ich bin es halt irgendwie gewohnt, so zu spielen. Was soll ich sagen? Ist halt so. Wie auch immer, in jedem Fall, Tag 2 ist schon rum. Also, ja, geht alles voran. Ja, was einige vielleicht machen würden, Fleisch roh essen, kann ich nicht zu raten, das bringt fast gar nichts. Ich glaube, das habe ich jetzt den falschen Baum angeklickt, ja, falscher Baum. Besser ist hier, die Steine, die um die Höhle herum liegen, erstmal zu sammeln und sich hier diese Feuerstelle zu machen. Damit kann man das, ja, Fleisch und Fisch nämlich dann braten und dann bringt der sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich kann eigentlich nur davon abraten, den roh zu essen. Allerhöchstens als absolute Notreserve, wenn man nichts mehr hat. So wie jetzt zum Beispiel Greix, da wäre es eine akzeptable Aktion, aber wie gesagt, ich rate davon ab. Okay, ich habe mir erstmal was zu trinken, weil es am schnellsten geht. Danach, ja. Yeah. Danach holen wir uns nochmal in dieser blöden Hütte anscheinend einen runter und ja. Wir retten uns vom Sterben, indem wir uns einen runterholen. Das ist schon eine eigenartige Sache. Ja. Aber das gesamte Spiel ist eigenartig und man gewöhnt sich, wie gesagt, sehr, sehr schnell dran. Ja, du kriegst gleich Essen. Du musst dir bloß schnell die Feuerstelle dafür bauen, okay? Also hopp, bau dir deine Feuerstelle, los. Bei mir hat das alles auch irgendwie schon einen gewissen Platz, weil ich es halt, wie gesagt, schon zum nächsten Mal spiele. Wie auch immer. Was habe ich nochmal alles erzählt? Der Hund redet. Der Hund kann reden. Der Hund ist intelligent, kann mit uns reden, aber er kann absolut nichts tun, was nützlich ist. Gesellschaft leisten. Ja. Aber wie man da oben schon sieht, man findet später Ballonkopf. Und ganz ehrlich, ich würde lieber mit Ballonkopf reden als mit einem Hund. Ach ja, wir haben jetzt genug Dings, darum verarbeite ich es Kreis. Wir brauchen insgesamt für das gesamte Spiel, wie gesagt, bloß 12 Rinde bzw. 12 Seil. Mehr brauchen wir gar nicht. Du darfst gleich was holen. Ja, hier gleich. Ja, Wasser holen, genau, das wollte ich sagen. Ich muss gleich erst mal überlegen, was ich gerade labern wollte. In jedem Fall, das Spiel hat wirklich was von Minecraft, wenn man eben davon ansieht, dass man sich so nervig versorgen muss. Okay, mal sehen, was muss ich als nächstes bauen? Ich habe die Hütte, ich habe das, ich brauche das hier nicht. Das hier. Ja, als nächstes können wir bereits auf den Dings zu arbeiten, auf den Brunnen. Hilft ungemein. Oh, und ich sollte mir eigentlich nochmal die Angelrute holen, dass ich... Und den Eimer. Okay, also wir gehen erstmal zum Strand runter. Neuer Plan. Erstmal wieder zurück zum Strand. Ich werde versuchen, alles zu bauen, was man hier bauen kann. Einmal, um es euch alles zu zeigen. Kann aber nicht versprechen, dass es auch funktioniert. Also, ich weiß nie, ob ich es hinkriege. Und ja, außerdem habe ich jetzt sowieso schon meine 10 Minuten zusammen. Also, sehen wir uns im nächsten Part.
Dann schalte ich meine Qualität runter und hoffentlich läuft es dann flüssiger. Wir sehen uns dann, wie gesagt. Tschüss!